Hallo, ich bin Konrad Rennert und ich möchte in diesem Vortrag auf den Besuch des Paul-Löbe-Hauses eingehen. Am 15. Juni, da fand dort eine Veranstaltung der SPD statt. Leider kam ich zu der Veranstaltung Bildung in einer digitalisierten Welt etwas zu spät, weil ich zuvor bei einer ähnlichen Veranstaltung bei der CDU-CSU im Reichstagsgebäude war und diese Veranstaltung etwas länger dauerte. Das, was ich am Anfang mitbekam von den Moderatorinnen, den OER-Workshop moderierte, wir haben keine Erkenntnis, sondern ein Umsetzungsproblem, das habe ich auch behalten. Danach ging es dann um Qualität und um OER-Problematik allgemein. Da wurde also sehr emotional und zum Teil auch sehr merkwürdig argumentiert. Das, was ich da behalten habe, war unter anderem der Name Feldmann. Und weil ich da Schwierigkeiten hatte, das einzuordnen, was er da gesagt hatte, habe ich im Internet nachgeschaut. Ich gehöre nicht zu denjenigen, die auf grobe Klötze, grobe Keile setzen, wie Helmut Schmidt 1975 mal in einer Rede gesagt hat. Es war Wahlkampf. Bin da nicht so redegewandt. Ich möchte mich damit sachlich auseinandersetzen. Da habe ich diesen Beitrag, den ich da gefunden habe zum Herrn Feldmann, den habe ich hier auch verlinkt. Wenn Sie sich die Excel-Datei runterladen, finden Sie die hier oben. Das, wo ich jetzt besonders drauf eingehen will, das ist hier diese Seite 22, wahrscheinlich ein PowerPoint-Vortrag. Und das ist also eine Sache, die so nicht stehen bleiben kann, weil die ist irrelevant, diese Information. Rechtliche Auswirkungen von kostenloser OER. Daraus schließt er, dass das für die Nutzer kostenlos ist, dass die Autoren auch nichts bekommen. Das ist ja völliger Unsinn. Hat niemand gesagt, dass das so sein muss. Ich lese das hier mal vor. Autoren, Fotografen, Illustratoren, Schriftsteller, Komponisten und Musiker müssten auf ihre Rechte und Honorare verzichten. Diese Rechteinhaber bestreiten von der Entwicklung ihrer schöpferischen Inhalte ihren Lebensinhalt. Wahrscheinlich meint er Lebensunterhalt. Und Verlage sichern die Urheberrechte. Das ist nichts, was da steht. Die Urheberrechte werden nicht von den Verlagen gesichert, sondern das ist das Urheberrecht, was vom Gesetzgeber gemacht ist. Und das Urheberrecht gilt, egal ob es sich um OER handelt oder um andere Materialien, das gilt 70 Jahre, auch noch über den Tod hinaus. Und damit haben die Verlage gar nichts zu tun. Also was hier suggeriert wird, dass die Verlage da die Retter der Autoren sind, das ist völliger Unsinn. Und das, was hier oben steht, das trifft auch nicht zu, weil man kann, wenn man aus öffentlichen Mitteln Autoren bezahlt, ob das jetzt über Papierausdruck ist im konventionellen Bereich oder ob das über Webangebote, Internetplattformen betrifft, die werden genauso gut bezahlt wie bisher, nur die Bezahlung ist eine andere Form, die da stattfinden muss. Ich habe das an einem Beispiel hier klar gemacht oder versuche es klar zu machen, wobei das ist jetzt eine Abschätzung, die allenfalls auf ein paar Prozent genau sein kann. Ich habe Bekannte, die publizieren, also klassisch publizieren auf Papier, an einer Berufsschule in der Nähe. Und da habe ich also einen Lehrer, der das in seiner Freizeit gemacht hat, von dem habe ich vernommen, dass er für die erste Auflage 1000 Euro bekommt. Den Verlag will ich jetzt nicht nennen, aber er ist mir bekannt. Und das kann ja sein, dass er dann noch bei weiteren Auflagen dann mit dem gleichen Summe beglückt wird, wenn sich die Auflagen verkaufen. Und wenn das überarbeitete Auflagen sind, dann fallen natürlich sowohl bei der ersten als auch bei der folgenden Kosten an fürs Lektorat. Ich habe das jetzt einfach mal gleich verteilt. Unabhängig davon, dass vielleicht am Anfang etwas höhere Lektoratskosten anfallen als hinterher. Und dann haben wir hier eine Gesamtsumme von 5.000 Euro für den Autor und 2.500 für das Lektorat oder für den Lektor. Und diesen Betrag, das ist das, was der Autor dann über seine Leistung erzielt. Diese Leistung erbringt er in gleicher Weise, wenn er das als OER freigibt. Nur dann bekommt er dieses Geld auf einmal gleich am Anfang, weil mit der Freigabe der ersten Auflage fließt sein Honorar. Dafür ist das Material ja dann auch freigegeben als offenes Bildungsmaterial. Und diese Summe schlägt dann scheinbar stark zu Buche.
Das macht die erste Auflage trotzdem für die Endverbraucher nicht teurer als bisher, weil wir wissen ja, dass bei gedruckten Bildungsmaterialien etwa 10% vom Umsatz an den Autor gehen und der Rest, also wenn man hier 1000 Euro beim Autor hat, dann sind der Rest 9000 Euro, die machen dann Gesamtkosten in Höhe von 10.000. Wenn man hier schon vergleicht, der Autor hat hier zwar das Fünffache bekommen, wie er für die erste Auflage da oben bekommen hätte, aber dadurch, dass die ganzen sonstigen Kosten für Druck, Satz und was da sonst so anfällt, die fallen ja weg. Da haben wir hier Gesamtkosten von 8.000 Euro im Vergleich zu 10.000. Und diese Diskrepanz zwischen Kosten für den Bildungsträger oder für die Wirtschaft, wenn die das bezahlt, die sind natürlich enorm, wenn man das hier über mehrere Auflagen, über mehrere Jahre hinweg verteilt. Ich habe das hier so einfach gestaltet, dass wir immer 1000 Euro dem Autoren zahlen und die werden hier eben als Einmalzahlung eingehen, genauso die Lektorenkosten. Das, was hier dann noch anfällt, das entfällt hier. Ne? Und das macht also diesen Unterschied. Wenn man dann davon ausgeht, dass der Autor dann am Anfang diesen Betrag bekommt und es gibt Zinsen dafür, er bekommt ja gleich diese 5.000 Euro ausgezahlt, die er sonst über mehrere Jahre praktisch verrentet bekäme. Und man nimmt hier einen Zinssatz von 1% an und dann haben wir ja die Barwertformel. Dann bräuchte man ihm, damit er jedes Jahr 1.000 Euro entnehmen kann, nur 4.853 Euro zu zahlen. Und er hätte dann trotzdem 5 Jahre lang die Möglichkeit, 1.000 Euro abzuheben. Das ist einfach eine finanzmathematische Funktion. Und wenn die Zinsen mal wieder steigen nach der Griechenland-Krise auf 2%, dann bräuchte man ihn nur 4.713 Euro zu zahlen. Und damit hätte man die Autoren unverändert honoriert, auch die Lektoren, da wo gespart wird und wo dann letztendlich der Zahlende, die Kostenträger was von haben, es entfallen die Druck- und die Lagerkosten einschließlich der Rücknahme von nicht verkaufter Auflage und die Handelsspanne, die sicherlich einen großen Teil ausmacht, also viel mehr als das, was der Autor bekommt. Aber der Autor und der Lektor, die ja letztendlich beide gemeinsam für die Qualität verantwortlich sind, die werden wie gehabt honoriert. Der Nutzen ist aber viel größer als diese hier prognostizierte Einsparung, nämlich dadurch, dass Rechtssicherheit herrscht. Wenn Lehrer so verfahren wie gehabt, dass sie Teile aus Büchern oder aus den konventionellen Bildungsmaterialien nehmen, verarbeiten und weitergeben, das kann man ja auf Papier noch machen, das geht aber nicht im Internet, dann bewegen sie sich auf sehr unsicherem Terrain. Sie laufen permanent Gefahr, Abmahnungen zu erhalten. Und das, was wir hier als besonderen Vorteil haben, wenn wir auf OER umsteigen, ist, dass gefahrlos dieses Material kopiert werden kann und darf weitergegeben werden und verbessert werden. Und das geht alles nicht, wenn man hier mit den alten Materialien fortfährt wie gehabt. Ich denke, das sollte ja als Zusammenfassung dessen reichen, was ich also da bei der Diskussion mitgenommen habe und vor allen Dingen auch dazu dienen soll, die Argumentation der Lobbyisten zu verstehen oder eben darauf eingehen zu können. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.